So, da haben wir jetzt die ganzen Blätter unten. Und was haben wir denn hier? Achso, da war eine Höhle. Sonst hätte ich. Na, hätte ich jetzt hier zugemacht. Komm, die Wasserquelle brauchen wir nicht. Ich bin gerade am Überlegen, wo wollen wir das Baumfeld hinmachen? Ich denke, wir machen das hier mal so. Sorry, Leute. So, machen wir da. Uno, due, tre. Machen wir hier. Machen wir vier, oder? Ja, eins, zwei, drei, vier. Da brauche ich hier aber mal noch ein bisschen weg. Hin. So. Wird halt ein bisschen eng hier, aber naja. 1, 2, 3, 4, blub. 1, 2, 3, 4, blub. Und 2, 3, 4, blub. 1, 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 2, 3, 4, blub. Wo kommt denn der jetzt her? RD habe ich noch, sehr gut. Dann wird das hier wieder mit ein bisschen Terraforming umgeformt, damit das alles ein bisschen natürlich aussieht oder so gut wie es geht. So, machen wir hier noch. Machen wir hier noch das Ding. Das bringt ja eh alles nur Baufläche, von daher. Na. So viel Erde war das doch gar nicht, die ich da jetzt hingeklatscht habe. Nein, den lassen wir mal weg. Sonst wird es hier ein bisschen eng. Den nehmen wir mal raus. So. Ja, genau, lassen wir das so. Und der ist schon fleißig am Wachsen. Ich glaube es nicht. 1, 2, 3, 4, plupp. 2, 3, 4, plupp. Gut. Da vorne haben wir was hingemacht. Und hier nehmen wir jetzt was weg. So. Das machen wir dann hier so. Dann haben wir hier nämlich auch ein bisschen Abstand zu den Bäumen. Dann hängt das hier nicht alles so zusammen. Können wir früher oder später dann noch einen schönen Zaun drum bauen, damit das hier noch eine schöne Baumschule wird. So, das nehmen wir noch weg. Was haben wir denn hier eigentlich? Das ist nur so ein Durchgang. Da hatten wir auch was rausgepopelt. Ich glaube, das machen wir hier auch noch so weg. So, dann sieht das hier alles ein bisschen offener aus. Werden hier eh noch einiges an Terraforming machen. Deshalb ist es jetzt auch nicht so wichtig, dass es jetzt wirklich gut aussieht. Aber 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, der darf da mal ausnahmsweise auf der Kante stehen. So. Einen haben wir noch. Den setzen wir jetzt genau dahin. So. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Gut. Wir nehmen jetzt mal noch hier Zuckerrohr mit, auch wenn es uns nichts bringt. Können wir zwar Zucker draus machen, früher oder später dann auch, Kuchen, Bücher, Bücherregale und so weiter. Aber jetzt erstmal müssen wir uns aufs Wesentliche konzentrieren und noch nicht auf so nebensächliche Sachen. Aber wenn es schon mal gewachsen ist, nehmen wir es auch mit. Da gehen wir wieder nach oben, ablegen und eigentlich könnten wir ja auch die Steintreppe machen. Könnten wir. Ich wollte gerade sagen, haben wir da nur 11 Zuckerrohr rausbekommen. So.
Cobblestone haben wir ja mehr als genug. Das wird jetzt interessant. So, den einen Sandblock. Den können wir da mal noch reinpacken. Dann machen wir uns doch jetzt mal Treppenstufen. So. Was soll's? Wir werden sie eh irgendwann verbrauchen. Jetzt schon wieder Nacht. Gut, dann legen wir uns jetzt erstmal schlafen. Gute Nacht. Guten Morgen und weiter geht's. Wir haben sie immer noch kein Werkzeug gemacht. Egal. Wir fangen hier an. Setzen wir jetzt hoch. So hier hin. Die Erdblöcke werden dann früher oder später auch noch ersetzt. Das habe ich alles schon mal vorgebaut und so. Hatte ich hier auch aus den Stone Bricks oder wie auch immer die heißen, die wir da verwendet haben, die Treppen gemacht, aber muss ja jetzt nicht so haargenau sein und Cobblestone-Treppen können auch ganz graziös sein. Ich weiß gar nicht, wie sieht denn das aus, wenn wir da noch sowas machen? Wenn die quasi so. Sieht gar nicht so schlecht aus. Mache ich das jetzt auch und die Erde da unten drunter können wir irgendwann mal noch ersetzen. Auf die Idee bin ich nicht mal in meiner Vorbauwelt gekommen. Da habe ich nämlich ganze Blöcke hingesetzt, glaube ich. Stufen haben wir eh viel zu viele gemacht. Naja. So. Ja, komm. Den einen, den mache ich jetzt mal so weg. Der war doch weg. Warum hast du den nicht reingesetzt? Ah. So und so und so. Oh, so. Na? Dann haben wir die Treppe nämlich auch endlich mal und muss ich da nicht immer die ganze Zeit hochhüppe. Das nervt dann nämlich auch irgendwann. Besonders, da wir ja jetzt wieder öfters hoch müssen, da wir kein Dings mehr haben, kein Network Chest Mod mehr. Hier den ganzen Sichtbereich so weit wie wir kommen. Ich gehe Werkzeuge machen. Die zwei da jetzt wegzunehmen, das wird mir zu blöd. So, machen wir uns da jetzt erstmal ein bisschen, machen wir uns ein Stack draus. Machen wir uns auch ein Stack Sticks. So, und dann. Machen wir uns da mal ein paar Spitzhacken. Na, da soll's aber nicht hin. So, da noch, da noch. Machen wir da noch. Machen wir da noch. Da noch. Da noch. Mehr geht nicht. Mehr geht gar nicht. Ja. Das war jetzt sehr schlau. Dann lege ich mal die Steaks ab. Das nehmen wir jetzt alles mit. Und stürzen hier erstmal schön ab, brechen uns die Beine und ab geht's.
So, und so langsam müsste auch der vierte Teil der Aufnahmesession angebrochen sein. Und auch der letzte Teil. Gute 10 Minuten noch und dann wird die Aufnahme vorerst beendet. Ein zweiter Teil der heutigen Aufnahme wird eventuell dann heute Abend aufgenommen, je nachdem, ob ich es noch schaffe, je nachdem, wie lange mein Termin dauert. Oder ich werde es dann morgen machen. Bis Sonntag habe ich ja jetzt mindestens Material. Sonntag könnte ich eventuell auch nochmal, wenn mein Besuch weg ist, je nachdem, wie spät das wird. Das, muss ich alles schön kurzfristig entscheiden. So. Wobei mir gerade einfällt, ich kann gar nicht erst in 10 Minuten die Aufnahme beenden. Das wird ein wenig zu knapp. Okay, dann machen wir es jetzt so. Den Teil hier habe ich fertig. Schaue ich nochmal auf der anderen Seite. Aber da passt ja alles. Ist doch ein Träumchen, oder? Das kann man also durchgehen lassen. Bin ich echt zufrieden damit. Gut. Wir gehen wieder in die Zombie-Falle runter. Klar, ich gehe mal runter. Ich will erst hier das hässliche Loch zumachen. Mir egal, was da unten jetzt ist. Ich mache jetzt so hier zu. So. Blub, 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 blub. Eigentlich haben wir ja da unten alles abgedichtet, von daher dürfte uns da nirgendwo was reinfallen. So. Na genau. Genau. Dann müssen wir hier noch. Ich mache noch die zwei Stacks leer und dann wird die Aufnahme beendet. Dann gibt es nochmal eine. Ja, 13 bis 15-minütige Folge, schätze ich jetzt mal. Ist ja gleich leer, der Stack. Und dann hat sich die Frage im Prinzip auch erübrigt, ob ihr das sehen wollt, wie ich hier oben alles auffülle. Da ich ja jetzt so nebenbei immer ein bisschen nachfülle. So. Und dann tut ihr es gezwungenermaßen mitgucken. Aber ich denke, es wollten eher alle sehen. Habe ich mehrere Rückmeldungen bekommen. Und jo. Dann war es das erstmal für heute. Und ich sag dann erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.